Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich habe mal heute was ganz Besonderes extra für euch gemacht, damit ihr nicht so Langeweile habt. Ich muss zwar morgen wieder auf dem Bus, aber bevor der Bus vorgestellt wird, habe ich mal was ganz Besonderes gemacht. Und zwar habe ich mal so Busfahrerwitz aufgegriffen und versucht darzustellen. Da ich ja immer alleine bin, fällt mir das immer schwer, so zwei Leute herzustellen und darzustellen. Und da bin ich mal auf die Idee gekommen, euch mal hier mit so Emojis ein bisschen zum Lachen zu bringen. So Leute, Film ab! Es war einmal ein Busfahrer und ein Pfarrer. Die beide, die haben ihre Tat wirklich gemacht. Der eine ist immer Bus gefahren und der eine immer in der Kirche gepredigt. Doch eines Tages sind sie gestorben und stehen jetzt vorm Himmelstor. Die erste Tür geht auf, der Busfahrer, der darf rein. Dann ist der Pfarrer dran, der darf auch rein. Aber dann geht die zweite Tür auf, Busfahrer rein. Aber der Pfarrer, der muss draußen bleiben. Der fragt verärgert den Petrus. Aber ich verstehe das nicht. Warum darf der Busfahrer rein und ich nicht? Ich habe die ganze Zeit immer gepredigt, sonntags. Ich war jeden Sonntag in der Kirche. Verdammt. Das kann ich dir sagen, mein lieber Pfarrer. Als du gepredigt hast in der Kirche sonntags, da hat die Gemeinde, die haben alle geschlafen. Aber als der Busfahrer sonntags seine Fahrt gemacht hat, da haben alle gebetet. Jetzt weißt du, warum du nicht rein darfst.